Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Do you speak English? See I so out? Malaysische Jets sind nicht so der Überflieger. Ich habe mehr Witze über malaysische Flugzeuge erwartet. Ich dachte, die würden jetzt buchstäblich vom Himmel fallen. Zu früh? Okay. Was klingt besser, arisch oder reinrassig? Ich will, dass die Bewerbung diesmal perfekt wird. Mein kleiner Sohn wird in der Schule gehänselt und ausgelacht, weil er anscheinend altmodische Kleidung hat. Ich kann das alles nicht verstehen. Dabei hat er doch die schöne alte Hitlerjugenduniform seines Opas an. Deutschland wird Fußball-Weltmeister. Österreich gewinnt den Eurovision Song Contest. So viele internationale Erfolge in so kurzer Zeit gab es zuletzt 1939. Toll wäre ein Brotaufstrich mit Brotgeschmack, den könnte man dann auf Wurst schmieren. Lass Ampeln und Drucker niemals wissen, dass du es eilig hast. Sie riechen Angst. Die eine am Strand fragt mich, ob sie zu dick ist. Nein, bist du nicht, rief ich ihr zu. Aber komm jetzt bitte aus dem Meer, andere wollen auch nochmal rein. Wenn die Friendzone eine Zahl wäre, dann wäre es die 96. Der Tag riecht jetzt schon stark nach Muskelkater im Bereich des Mittelfingers. Ich gestorben. Mama, das ist keine Entschuldigung. Bringt gleich hier zur Schule. Europa, mein Kampf. Afrika, kein Mampf. Wie mein englischer Großvater immer zu sagen pflegte, it's good to meet a girl in the park, but it's better to park your meat in a girl. Gedanke des Tages, wenn unser Arsch horizontal gespalten wäre, würde er beim Stufen hinunterlaufen applaudieren. Mein Gehirn, ihr Datenvolumen ist aufgebraucht, sie denken jetzt mit gedrosselter Geschwindigkeit, sie können ihr Guthaben mit Koffein wieder aufladen. Wenn man mal kein Druckerpapier mehr hat, einfach ein weißes Blatt scannen und 100 Mal ausdrucken. Tada! Single Mann postet Status, will Frau. 8 Frauen gefällt das, 40 Männer kommentieren, nimm meine. To do. Erstens, Ladesymbol von YouTube aufnehmen. Zweitens, Video damit erstellen. Drittens, hochladen und mit dem Namen Hardcore Pussyfuck versehen. Viertens, diabolisch lachen. Haben Sie Haustiere? Zählt X-Hamster? Wir melden uns. Mein Vater kocht immer für mich, weckt mich und repariert mir die Sachen. Ich glaube, mein Vater ist ein Hausneger. AIDS. Afrika ist daran schuld. Ich war an der Bushaltestelle und ein Türke kam auf mich zu und fragte, schon lange hier? Ich antwortete, mein ganzes Leben, im Gegensatz zu dir, du Einwandererfotze. Ein afrikanisches Sprichwort besagt, du bekommst zwar den Neger aus dem Wald, aber niemals den Wald aus dem Neger. Ein kleines Gedicht. Großer Junge sitzt am Meer, schiebt die Vorhaut hin und her. Großer Junge glaubt es kaum, rote Vorhaut, weißer Schaum. Andere hüpfen aus dem Bett wie ein Toast aus dem Toaster. Ich bin eher wie die Semmel, die mit der Butterseite nach unten fallen und liegen bleiben. Wenn ein Mädchen sagt, viel Spaß noch, auf gar keinen Fall Spaß haben, Mission abbrechen. Ich wiederhole, Mission abbrechen. Yeah, bei Gefallen Daumen hoch und Video teilen. Sollten euch einzelne Witze davon ganz gut gefallen haben, macht doch einen Screenshot und teilt sie auf Instagram oder Twitter. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Bis nächste Woche.